Grüß euch, wieder zurück bei Wolfenstar, die Old Blood. Gefreut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst mir bitte ein fettes Like da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Freue mich immer sehr. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Ja, so wie es ausschaut, müssen wir da in Acapulco Todesspringer machen. Und den machen wir natürlich jetzt da gleich. Yeah! So, dann schauen wir gleich mal, vielleicht gibt es da unten noch irgendwas zum Einsammeln, wenn wir schon da herunten schwimmen, aber so wie es ausschaut, nicht. Also, ab nach oben, wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Ich hör die Helga schon. Mit ihrem komischen Schreiner, genau, mit dem Dreiauge. Dreiauge, komm her, wo bist denn Dreiauge? Die Helga, ein Bein und Dreiauge. Das ist ein Gespann, ha? Ein Bein und Dreiauge. Okay, weiter geht's. Oi, wo sind wir denn da jetzt wieder? Da gibt's auf alle Fälle einen Schalter und jede Menge, wie ich sehe, wieder Munition und so Löcher. Da sind auch schon Zombies rausgekommen. Das heißt, ich werde mir da jetzt Gesundheit, werde ich mir nicht zu viel nehmen. Weil falls da jetzt wieder nach dem Schalter, also alles, bin ich eh mit allem voll. Weil bis jetzt war es ja immer so, wenn man Schalter drückt in Wolfenstar, geht nachher immer fürchterlich schier die Post ab. Sprich Unmengen von Gegnern. Ich kann mich zwar mit der Rüstung overpowern, aber ich lasse mir das einmal. Ich werde das vorsichtig angehen. Da habe ich so einen kleinen Endlossack, glaube ich, oder da ist irrsinnig viel Munition drinnen. Egal, drücken wir da halt einmal am Knopf. Schauen wir, was passiert. Lade nach, bitte. Na bitte. Wahnsinn. So, da muss ich her. Ja, komm, schieß ihn nieder. Naja, da hat leider nur eine weggesammelt. So, kann ich da schon weiter? Na, das dauert noch. Komm, fahr um. Wie weit sind wir da? Kurz vor knapp, aber es dauert noch. Könnte man doch eigentlich auch ein bisschen mit dem Bombenschuss arbeiten. Ein recht effizientes Ding. So, endlich, es ist offen. Sehr gut, da haben wir natürlich jetzt wieder schön Waffen und Munition. Und schon sind die Zombies weg. Na, da kommt noch einer. Die kommst da noch dran. Schau, kleines Abschiedsgeschenk vom BJ.
Oh, 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 was ist denn da los? Gar nicht schön. Franz, mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie die Hand. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher kohärenten Kacker. Hier, sehen Sie, der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd. Oh, hallo. Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Siehst du aus? Aber keine Angst, ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaganer! Gaganer! Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Bicke! Ah! Oh! Die hätte ich auch wieder ausspucken, rechts. So. Ja. Und der Bitch darf es jetzt wahrscheinlich wieder ausbaden. Genau so habe ich mir das jetzt in etwa vorgestellt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da tun muss. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass ich da schon größeres Kaliber brauche. Oh Gott, da kommen andere auch noch. Voll eine am Helm. Ah, nicht nur nicht genug, dass der Dicke da mitten im Gras steht. Nein, da müssen auch noch die anderen kommen. Oh, 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 oh. So, oh. Oh, oh, oh. Shit, okay. Das heißt, jedes Mal, wenn ich schieße, muss ich sofort weg, weil der hört mich offenbar. So, da haben wir einsammeln, haben wir gesagt, weil solange ich offenbar nicht schieße, passiert einmal noch gar nichts. Und dann kommen da lauter Ungute, das heißt, da werden wir die Waffe nehmen.
Da haben wir Escher, da haben wir den Nachschub für den Prügel. Oh, und jetzt kommen ja wieder die Freunde, ne? Na. Da wird's rot, da muss ich treffen. Genau beim Maul. Oh, und wieder vergiss ich, dass ich ja weg muss. Das noch nicht genug ist, dass der Dicke in der Mitte ist, müssen ja da auch noch die Besen kommen. Der rammt mir die ganze Deckung weg, der Dicke. Ich finde das ganz leiwand von ihm. So. Ho, 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 ho. Okay, das ist einer. Ich hoffe, das hat einen Wetter. So. Er schießt, er schlägt immer dort hin, wo geschossen wird. Vielleicht kann ich das leise machen, ja? Ah, der geht weg. Shit, 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 shit. Da sind schon wieder andere auch da, oder? Nein. Oh doch, sind schon wieder. Aber der haut eh sofort drauf, wenn die schießen. Das finde ich geil. Na komm. Na, gibt's das auch? Geht der wieder weg? Jawohl. Ja, jetzt habe ich einen. So, jetzt habe ich keinen Raketenschuss mehr. Okay. Da vorne ist da irgendwo Raketenschuss, zuerst immer dumm gehen. Batsch, und dann drauf abwehren. Genau. Da ist der Raketenschuss. Der dürfte irgendwie auf Geräusche reagieren, der Freund. Bitte, ich stell das ein und jedes Mal kommt er mal wieder mit neu daher. So, ich möchte zwischen Raketenschuss und der Pistole hin und her wechseln können. Geht nicht. Irgendwie darf ich das nicht so. Okay, na ist egal, dann machen wir das so. Genau, der hat eh auf Wärme drauf. So, jetzt mein Raketenschuss wieder leer. Das ist natürlich blöd. Aber wenn man da ins... Ich muss mich von den Soldaten auch fernhalten, weil der haut nämlich immer genau dort hin, wo die Soldaten sind.
weiß nicht, ob ich Granate, aber Granate, glaube ich, bringt nichts, wenn ich am einen schieße. Weil die triff ich sowieso nicht. Oh, den habe ich mir genau drauf. Ich muss es sofort bewegen, wenn ich schieße. Ja, da hat er eh drauf. Oh, 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 komm, komm, komm. Ja, bis eh der wieder das macht, was ich will. Irgendwann noch mal drauf geht der Freund. Nein, die Pistole. Der schießt nur auf mich, der Trottel da unten. Das ist ja unglaublich. Sondern irgendwo Gesundheit. Gesundheit war er natürlich ja Überriss. Wie mit ihm los? Hallo? Bist du zur Salzsäule erstarrt? Schaut so aus. Ja, ist klar. Da steht mir jetzt eher im Weg. Mei, ich bin so deppert. Okay, jetzt glaube ich, habe ich es aber heraus. Jetzt werden wir das beenden. Ich weiß nicht, wie viel der einstecken kann, aber der kann ganz schön enorm einstecken, so wie es ausschaut. So, da oben war immer noch der Raketenschuss, den brauche ich. Ja, ich möchte gern umschalten zwischen Raketenschuss und der Handgun. So, jetzt funktioniert es und kaum kommen Gegner, macht er irgendwas. So, jetzt den ersten nicht versemmeln. Hat er schon drauf. Sehr gut. Jawohl. Bin jetzt extra ein bisschen leiser, weil ich mich da jetzt einfach ein bisschen konzentrieren will. Irgendwie sind da nicht immer Treffer dabei. Ich weiß nicht genau, muss das Maul, den Kopf, aber irgendwo in der Gegend muss man auf alle Fälle treffen. Der ist noch zum Zombie geworden. So. Na geh komm, voll um, du blöder Zombie. Gibt's denn das auch? Naja, ich glaube, wenn er dann so ein bisschen wütend wird, dann habe ich ihn ganz gut getroffen. Schätze jetzt einmal. Da wird's rot. Ah, wieder nix. Komischerweise, genau wenn man einen Knopf drückt, macht auf einmal eine zackige Bewegung. Zufall. Aber der stürzt sich in den Tod. Jawohl, das glaube ich war jetzt wieder ein Treffer. So, jetzt habe ich nichts gesilencedes mehr. Probieren wir es mit einer Granate. Selber flüchten, wenn ich schieße, weil sonst haut er mal wieder eine am Kopf. So, da muss nicht irgendwo Munition geben. Da gibt's, vom Rest gibt's genug, aber die wichtige Munition. Ja, ja, komm, beruhig dich mal kurz.
Jawohl, das war, glaube ich, ein Treffer. Ah, wieder die Bewegung. Wieder in dem Moment die Bewegung. So. Zombies im Arsch. Genau. Also das habe ich jetzt schon mal behirnt. Der geht auf Geräusche, der Typ. Der sichtigste hört nur gut. Weiß nicht, das war wieder kein Treffer, ne? So. Jetzt. Jetzt war es ein Treffer, eindeutig. Jetzt habe ich aber keine Schüsse mehr. Da sind noch Zombies. Werden wir mit einer Granate wieder ablenken. Da hat er nämlich auch noch einmal drauf, genau. Oh, da ist noch einer. Ja, super, Alter, was macht die Granate wieder? Dafür wird ein Zombie erwischt. Ach, geh weiter, komm. Der Gesundheit auch noch? Ja, gibt's noch. Sehr gut. Zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen gibt's noch. Alter, der muss doch irgendwann einmal drauf gehen. Das gibt's doch gar nicht. So, ist meine Munition auch schon wieder aus. Super, da kommt wieder so ein Arschzombie. Oh, ich hab's geschafft. Wow, hey, geil. Den König Ottos Spielzeug habe ich endlich zerstört. Wow. Wahnsinn. Das war ganz schön heftig. Aber geschafft ist geschafft. Irgendwo her jetzt noch was. Na gut, okay. Na, was sag ich, da siehst du, dass du hast, das selber schuld. Was legst du an mit solchen Sachen? Schade, ne? Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard. Der Dr. Haas ist auch wieder da. Geil. Servus, Fergus. How'd you find me? Na, Fergus. We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus.
bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blasco. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blasco? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Okay, und so haben wir wunderbar den Übergang zu The New Order, weil genau da geht es weiter im Flieger. Der Großangriff zum General Totenkopf, dessen Stützpunkt wir ja jetzt wissen, da wir endlich diese depperte Akte gefunden haben bei der Helga. Das war schon eine schwere Geburt, die Akte. Nicht? Was wir da alles erlebt haben, ich muss ehrlich sagen, ihr wisst das schon, ich sage jetzt nicht so viel, was ich jetzt von jedem Punkt halte, weil ich bin nach wie vor der Meinung, es kann sich jeder seine eigene Meinung machen und selber entscheiden, was einem an dem Spiel gefällt, was einem nicht gefällt, wie er die Grafik findet und. Schaut euch das an und entscheidet selber, wie ihr das findet. Mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich muss ehrlich sagen, für das Geld ist das, was hier geboten wird, voll okay meiner Meinung nach. Und ja, wenn man da noch alles wirklich mühevoll sich zusammensucht, kommt man auf ein paar Stunden Spielspaß und das zusammen passt schon. Genau da schließt The New Order an. Falls das noch jemand noch nicht kennt, ich habe auf alle Fälle auch den Link zu der Playlist unten in der Beschreibung drinnen. Könnt ihr ruhig weiterschauen. Ist schon eine Zeit her, dass ich das aufgenommen habe. Da ist auch die Grafik noch nicht so gut, weil das war einer meiner ersten PS4-Projekte. Da habe ich selber beim Rendern und so ein bisschen noch herumexperimentiert. Aber anschauen kann man sich, denke ich, schon. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr über das Ganze vielleicht kurz einen Kommentar da lasst und eure eigene Meinung äußert. Ansonsten werden wir uns eins von meinen nächsten Projekten vielleicht wiedersehen. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Ich lasse mich einfach überraschen. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!